Herr Schulz, herzlich willkommen in Bamberg, 100% Bamberg, die App für Bamberg. Wir sind ein digitales Medium, digital im Einzug des Automobils. Wie ist da Ihre Stellungnahme oder Ihre Meinung zur digitalen Zukunft in der Automobilbranche? Ich glaube, dass die Automobilbranche insgesamt total digitalisiert werden wird, sofern sie es noch nicht ist. Verkürzt gesagt, die Entscheidungsschlacht um die Frage, wer welche Automobile zukünftig produziert, wo das geschieht und wo sie verkauft werden, fällt mit der Pole Position bei der Digitalisierung. Deshalb sind deutsche Automobilkonzerne herausgefordert in enormer Weise. Aber ich habe auch den Eindruck, dass sie diese Herausforderung jetzt angenommen haben. Ja, herzlichen Dank. Wir sind die App für Stadt und Land ist Bamberg. Wir sind hier in Bamberg, eine wunderschöne Stadt. Bevor Sie hergekommen sind, was wussten Sie über Bamberg und mit welchen Gedanken sind Sie heute hergekommen? Bin ich zum ersten Mal in Bamberg. Okay. Das ist also eine fränkische Stadt, die mir durchaus auch am Herzen liegt. Ich kenne die Stadt gut. Naja, jedem Bamberger fällt, jedem Fremden fällt natürlich über Bamberg die Kirche ein, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, der 30-jährige Krieg, der Bamberger Reiter. Ich glaube, der Veit Stoß, der war, glaube ich, auch hier. Ein bisschen weiter im Norden, bei Lichtenfeld. Ja. Aber der hat hier in Bamberg gebaut. Insofern. Ja, dann sage ich vielen Dank für Ihre Worte, wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß heute auf der Bühne und freue mich auf sehr, sehr interessante Beiträge. Schönen Abend. Vielen Dank.